Willkommen in Springfield. Da, 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 da. Wir gehen in die Qualifikationsrunde. Ich hab schon wieder angefangen zu singen. Das ist ja furchtbar. Na gut. Wer die Videos bis zum Ende schaut, der wird wissen, ich singe in jedem Video. Aber das meiste Mal, in der Regel kann man vorher das Video anhalten und wegklicken. Denn es ist absehbar, wann ich damit anfange. Also, an alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, keine Sorge. Erstens, euch entgeht nichts. Zweitens, ich weiß es nicht, was ich als zweites sagen wollte. Und drittens, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. So, wenn ich nach der heutigen Aufnahmesession, in der ich die ganze Saison am Stück aufnehme, wenn ich nach dieser Session feststellen sollte, dass ich das Mikrofon vergessen habe einzuschalten, dann werde ich ins Lenkrad beißen. Ein Stückchen abbeißen und genüsslich kauen und dabei um Hilfe schreien. Naja, nicht um Hilfe schreien, aber ein Schrei der Verzweiflung ausstoßen. Denn ich hasse es, Dinge zweimal zu tun, weil sie beim ersten Mal nicht geklappt haben. Es ist furchtbar. Auch wenn es Spaß macht. Dieses Spiel macht ja Spaß. Ja, das kennt man ja nicht anders von Springfield, dass wir da gute Chancen haben. Und so war es auch absehbar, dass wir hier weit nach vorne durchgereicht werden. Hinter Valimaa, der uns bisher als unfähiger Fahrer aufgefallen ist, der des Öfteren seinen Audi querstellt. Weiter geht's. Ins Rennen. Und nach der ersten Kurve gleich an Valimaa vorbei und dann sind wir free as a bird. Ich habe schon wieder gesungen, ne? Furchtbar. Aber immerhin hält sich das noch in Grenzen. Ich meine, ich könnte auch durchsingen. Ich meine, wer das Outro meiner Videos, wer das nicht verstreckt, der ist schmerzfrei und genau der Richtige, um das hier zu überleben. Also brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Also kann ich mit dir als Zuschauer eigentlich alles machen, was ich will. Denn wenn du das Outro schon überstanden hast, dann bist du ein hartgesottener. Oder eine hartgesottene. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ich hier eher auf hartgesottene treffe, die ich jetzt grammatikalisch gar nicht herausstellen kann, so wie ich es meinte. Man wird nie herausfinden, was ich damit sagen wollte. Aber es ist doch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir Erster sind. Hoppala, ich habe die Kurve ein bisschen zu großzügig genommen. Genauso die Sache mit dem Wort Studierende. Ich hasse dieses Wort. Aber das ist eigentlich wie auch ein anderes Thema. Tatsache ist nur, ich kriege jedes Mal einen Kotzanfall, wenn ich das Wort Studierende höre. Aber und das Wort wird ja immer gegenwärtiger, allgegenwärtiger. Also renne ich ständig aufs Klo. Aber gut. Ja. Es ist wirklich ein anderes Thema. Es ist nicht für hier geeignet. Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ist das so schlimm? Was ist denn daran so schlimm?
Ich führe das wahrscheinlich von anders mal aus. Es ist kein TIR-Thema. Ich finde es übrigens witzig, dass es LKW gibt, die eine Plakette vorne dran tragen, auf der drauf steht TIR. Diese Plakette ist blau mit weißer Schrift. So, ich weiß natürlich, diese Plakette steht für dieses Zoll-Dingenskirchen, dieses Abkommen, dass die LKW verplombt werden und dann bei den Grenzübergängen nicht kontrolliert werden müssen. Aber es geht mir auch nicht darum, für was das steht, sondern es geht mir um das, an was ich immer denken muss, wenn ich ein LKW sehe, auf dem TIR draufsteht. Vor allem in den Farben Blau und Weiß, die ja äußerst gut zu TIR passen. Finde ich witzig. Nur mal so am Rande. Hoppala. Das war knapp beinahe von der Strecke geflogen, aber da hat uns der Curb noch... Oder ist das eigentlich der Curb? Hoppala, jetzt habe ich weggeguckt. Ich habe die Augen zugemacht, weil ich nachgedacht habe. Ich bin so ein Genie. Naja. Ist auch wieder so ein aus dem Englischen genommenes Wort, ne? Mein Curb müsste ja Englisch sein, ne? Ich denke nicht, dass es so die eingemittelfränkische Version des Plurals des Wortes Korb ist. Naja. Hoppala. Das war ein Audi TT. So rumpelt nur ein Audi TT. Naja, nicht wirklich, aber mit ein bisschen Fantasie schon. Das war ein Quave. So rumpelt nur ein Quave. Nicht wirklich, aber mit ein bisschen Fantasie schon. Das war ein Nobel. Gar nicht rumpelt nur ein Nobel. Naja, nicht wirklich. Aber mit ein bisschen Fantasie schon. Noch 3 Runden. Ich habe schon oft gesagt, ich finde das total furchtbar, also nicht furchtbar, aber gewöhnungsbedürftig mit dieser Rundenangabe. Das war ein BMW. So rumpelt nur ein BMW, nämlich gar nicht. Naja, eigentlich nicht, aber ein bisschen Fantasie schon. So rumpelt nur ein BMW. Naja, nicht wirklich. Aber mit ein bisschen Fantasie schon. So, und da haben wir auch schon die GTS-Klasse vor uns. Es geht immer so schnell voran. Das war ein Panos. So klingt nur ein Panos. Und das stimmt uneingeschränkt so, denn so klingt wirklich nur ein Panos. Zumindest wenn man den Motorsound betrachtet. Da braucht man auch nicht mal Fantasie für. Dieses dieses Ohrenbetäubende, ne? Man kennt es ja mittlerweile, wir saßen ja schon mal in einem Panos drin. Das war ein Citura. Den Sound finde ich jetzt weniger einzigartig. Und das war der Lister. Da haben wir einen V-Mac vor uns. Der dürfte aus dem gleichen Land kommen wie unser Gefährt. Aus Nippon.
dem Land der aufgehenden Sonne. Ich hätte jetzt beinahe die Nationalhymne von Japan angestimmt. Ich habe es glücklicherweise unterlassen. Es ist merkwürdig genug, dass ich sie überhaupt kenne. Ich meine, gut, ich kenne den Text nicht, aber dass ich die Melodie kenne, ist doch schon merkwürdig genug, denn ich habe nicht sonderlich viel mit Japan am Hut. Dass ich gerade in einem japanischen Auto sitze, ist eine der einzigen Berührungspunkte. Naja, vielleicht nicht wirklich. Na gut, ich muss sagen, ich fahre auch ein japanisches Auto, so ist es nicht. Aber das Auto ist halb japanisch, halb französisch, zumindest was den Konzern angeht. Dann könnte man wahrscheinlich schon daraus schließen, aus welchem Konzern dieses Auto stammt. Glaube ich, denn mir fällt kein anderer Konzern ein, der halb japanisch und halb französisch ist. So, und da merkt man mal wieder, wie die Zeit vergeht. Wir sind schon in der letzten Runde. Dir als Zuschauer kam das wahrscheinlich viel länger vor als mir, denn du musstest dir das ja alles anhören, was ich hier von mir gebe. Und du musstest diesem atemberaubenden Fahrstil so lange zuschauen, bis du erstickt bist. Das bedauere ich zutiefst. Denn eine Viertelstunde atemberaubende Eindrücke ist einfach zu viel. Denn so lang kann niemand die Luft anhalten. In dieser Hinsicht haben wir das Rennen gewonnen. Genau, wir sind auf dem ersten Platz gelandet. Und wir tragen uns in die Bestenliste ein, mit einem Tipp auf die Eingabetaste. Beobachten unsere Zeiten, die mich ehrlich gesagt noch nie so wirklich interessiert haben, auch wenn sie wahrscheinlich interessant sind. Ich war noch ehrlich gesagt noch nie so der Typ, der seine eigenen Leistungen so analysiert. Aber es reizt mich, damit anzufangen. Ja, wir haben noch nicht mal eine Bestzeit gefahren. Valimar mal wieder. Der unfähige Audi-Pilot. So, wir haben wieder 10 Punkte Vorsprung vor Saddam. Und, das hört sich doch gut an. Sie haben 110% gegeben. Dafür bekommen Sie jetzt die Belohnung und die Meisterschaftspunkte. Zitat Phil Goldfinch. Typ mit einem Headset auf dem Kopf. Und einem coolen Hemd. So, das war Springfield und als nächstes folgt Rockingham. Wir speichern wieder ab. Und sehen uns dann hoffentlich in Rockingham wieder. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.